Iris Klein, neuer Skandal nach der Trennung. Ist ihre Karriere nun endgültig vorbei? Neuer Ärger für die Katzenmama Iris Klein, nachdem ihr Ex-Freund für einen Karriereknick sorgte, wird sie jetzt sogar mit Rauschgift in Verbindung gebracht. Das neue Jahr beginnt für die Katzenmama mit eher schlechten Nachrichten. Denn nachdem Iris Klein wegen ihres umstrittenen Ex-Schatzis bereits einen lukrativen Werbedeal verlor, könnte es nun noch schlimmer kommen, ein Medienexperte schlägt beim Magazin Klose Alarm. Iris Klein Doppelpunkt. Dabei waren die Perspektiven für 2024 eigentlich gar nicht so schlecht gewesen. Bei Promi Big Brother hatte Iris durch sympathisches Auftreten bei den Zuschauern punkten können, und der endlose Trennungszoff mit ihrem Ex Peter Klein wurde kurz vor den Feiertagen auch endlich beigelegt. Alles hätte so schön sein können, wäre da nicht der Trubel um Iris mittlerweile Ex-Freund gewesen, dessen fragwürdige politische Einstellung sie wichtige Werbepartner kostete, wie diverse Medien berichteten, habe Thorsten alias Mr. T. unter dem Pseudonym Toto Corleone seine Nähe zur AfD kundgetan und soll Deutschland für die Unterstützung der Ukraine kritisiert haben. Für den Werbekunden HelloFresh ein Grund, die Zusammenarbeit mit Iris umgehend zu beenden. Wir distanzieren uns klar von rassistischem und rechtem Gedankengut. Wir haben derzeit keine weiteren Kooperationen zum aktuellen Fall geplant und nehmen diesen zum Anlass, um unseren Prozess zur Auswahl von InfluencerpartnerInnen zu überprüfen, schrieb das Unternehmen. Ein herber Rückschlag für die Katzenberger Mama, die sich um Schadensbegrenzung bemühte. Weder mein Partner noch ich haben irgendwas mit einer rechten Bewegung oder Partei am Hut, beteuert sie in ihrer Instagram-Story. Außerdem sei sie davon überzeugt, dass man nur ihren Ruf ruinieren wolle. Kaum haben sich die Wogen etwas gelegt, folgt prompt der nächste Skandal, ausgerechnet Iris eigene PR-Agentin postete sich jetzt mit einem Joint. Zwar ist unklar, ob Scarlett Glock, so der Name der Unternehmerin, die Tüte wirklich rauchte und ob es sich tatsächlich um Marihuana handelte, trotzdem schade die Außenwirkung ihrer Klientin, erklärt ein renommierter Medienexperte im Gespräch mit Closer. Ich sehe so ein Posting als sehr schädigend, betont der Insider, der selbst zahlreiche Prominente betreut. Frau Klein ist ohnehin schwierig zu vermitteln. Da hilft es nicht, wenn sich das eigene Management so darstellt. Selbst wenn Frau Glock ihr Profil auf privat geschaltet hat, hat sie unter ihren knapp 3.000 Followern sicherlich einige Geschäftspartner. Und die dürften ohnehin schon durch die umstrittene Außenwirkung von Thorsten einigermaßen verschreckt sein. Keine guten Aussichten also fürs neue Jahr. Vielleicht sollte Iris künftig besser ganz genau darauf achten, wen sie in ihr Leben lässt. Yvonne Wölke kämpft mit den Tränen, bist viel zu schnell gegangen. Punkt. Mit nachdenklichen Worten meldete sich Yvonne Wölke, 42, verbotene Liebe, am Wochenende bei ihren Fans in den sozialen Netzwerken. Dabei sang die Schauspielerin am Sonntag zunächst ein Geburtstagsständchen in ihrer Handykamera und präsentierte ihren Followern dazu einen kleinen Kuchen mit einer brennenden Kerze darin. Jetzt bist du schon eine ganze Weile weg. Wir vermissen dich. Ganz, ganz doll, sagte sie dann und erklärte, dass ihr verstorbener Vater an diesem Tag eigentlich Geburtstag gehabt habe. Ich weiß zwar nicht, wo du bist. Aber ich hoffe, du bist auf einer wunderschönen Wolke und passt immer auf uns auf, so Yvonne in ihrer Ansprache weiter, während sie sichtlich mit den Tränen zu kämpfen hatte. Sie sei sehr traurig, dass ihr Vater so früh von ihr gegangen sei. Doch sie habe ein Stückchen von ihm immer bei sich, verriet die 42-Jährige auch und hielt dabei eine kleine Mini-Urne in die Kamera. Du bist viel zu schnell gegangen. Wir konnten uns gar nicht so schnell verabschieden. Punkt. Außerdem sei sie in diesen Tagen sehr nachdenklich geworden. Desto älter man werde, umso mehr müsse man auch erfahren, dass Menschen mit der Zeit von einem gingen. Sie mache sich auch immer wieder Gedanken darüber, ob die Seele ihres Vaters noch irgendwo in ihrer Nähe sei. Manchmal, wenn sie im Auto sitze, spreche sie dann mit ihrem Vater: Papa, wenn du jetzt hier bist, dann dreh mal das Radio etwas lauter, sage sie dann. Aber bislang sei noch nie etwas passiert. Oder ist er da und ich krieg die Signale nicht mit? Fans schicken Yvonne tröstliche Worte. In einem Post zu dem Thema bat Yvonne Wölke ihre Fans dann noch um deren Meinungen. Denkt ihr auch darüber nach, was nach dem Leben ist?
fragte sie und erhielt daraufhin zahlreiche tröstliche Nachrichten. Die Seele lebt weiter, ich fühle einfach, dass da noch sehr viel mehr ist, und ich habe keine Angst vor meinem Tod, er gehört zum Leben, war dort schon nach kurzer Zeit in den Kommentaren zu lesen.